heute widmen wir uns eins der besten Pokémon-Set von der Karmesin und Purpur-Ära, das Set 151. Und wir stellen uns die Frage, was ist das Master-Set nach einem Jahr wert? Denn wir haben heute den Geburtstag von 151. Die Preise der Karten habe ich unserer Plattform Card Market entnommen, was quasi unsere europäische Handelsplattform ist. Und diese Preise blende ich dann über die Karte ein und wir gucken mal, was der Gesamtpreis denn sein wird. Ihr könnt ja eure Tipps mal in die Kommentare reinhauen. Und wir fangen jetzt an und schauen uns als erstes die Holo-Energien an, die es nur so in 151 zu zielen gibt. Da haben wir einmal Pflanze, Feuer, Wasser, Elektro, Psycho, Kampf, Unlicht und Metall. Die haben alle einen ähnlichen Wert. Und als nächstes kommen die Promokarten. Da haben wir einmal die Starter-Pokémon, dann Zapdos, Electek, Relaxo, Mew, Mewtwo, die Mew-Gold-Karte, was halt einfach eine Metallkarte ist. Und auf der anderen Seite sind noch Abra, Kadabra und Simsala. Und nun kommen noch die ganzen Karten, die im Binder sind. Da haben wir auf der ersten Seite einmal die Starter-Pokémon. Wir fangen an mit Bisasam, Lumanda, Glutexo und so weiter. Was sagst du, Mr. Meryl? Da fehlen noch ein paar Karten. Okay, da hat Mr. Meryl recht, denn ich habe gar nicht die Pokémon-Stamp-Karten, die es gibt, sowie die Karten aus dem Preispack Nummer 5 oder die Poképost-Karten, denn ein Meister-Set ist ja nicht klar definiert. Dennoch werde ich zum Ende einmal die Preise mit und ohne diese anderen besonderen Karten einblenden. Und es kann ja immer noch sein, dass einige Reprints kommen könnten, zum Beispiel im Preispack Serie 6 oder weitere Stamp-Karten. So, nun aber weiter. Seite Nummer 2 und 3. Wir haben einmal hier oben Glurak, dann natürlich Siggy und ja, Saftkorn. Ihr seht es auch am Preis. Saftkorn ist ein bisschen seltener. Grüße gehen raus an Bianca. Und nun werde ich die Seiten einfach mal ein bisschen schneller durchskippen und die Preise einmal schön einblenden, bis wir zu den besonderen Illustrationen kommen. Und nun sind wir endlich angekommen zu den richtig spannenden Karten. Da gehen wir auch ein bisschen näher drauf rein. Ich mache die Kamerasicht ein bisschen näher. Und dann gucken wir mal, was da so Feines mit drin ist. So, wir haben die ersten 6 Stück hier zu sehen. Dieser Zombie, dieser Knops, Glumanda, Glutexo, Siggy und Psylocke. Wunderschöne Art-Rare-Karte von den Starter-Pokémon aus Kanto.
Und dann geht's zu Raupi, Pikachu, Nidoking, Anton, Kapuzzi und Massock. Und hier runter ist noch ein Tangela, Pantimos und Ammonitas. Dann geht es weiter mit der letzten Adria-Karte von Dragonir. Und dann kommen die Full-Art-Karten. Einmal die Starter-Pokémon. Da haben wir Bisasflor, Glurak, Turtok, Arbok und Voluna. Darunter noch Knuddeluff, Simsala und Geowatz. Auf der anderen Seite finden wir ein Kangama, Rossana, Zapdos und das Mew. Darunter sind noch vier Full-Art-Trainer-Karten. Einmal von Bill, Sarah, Erika und Giovanni. Und die Karte, die ich hier verdecke, ist die erste Special Illustration Rare. Das Bisasflor EX. Eine wunderschöne Karte. Und dann geht es zu der letzten Seite. Wir haben hier ein Glurak, ein Turtok und ein Simsala. Darunter ist das Zapdos. Erikas Einladung, Giovanni. Und dann fehlen noch die Goldkarten. Mew, Taus und eine Basis Psychoenergie. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie teuer kostet der Spaß denn, wenn wir uns einfach nur die Einzelkarten kaufen würden? Hier kommt der Preis. Roundabout 1000 Euro. Und es gibt ja noch diese Promo-Stamp-Karten, die man nur so ganz speziell in Anlässe bekommen kann, beziehungsweise auch von dem Preis Pack 5. Und diese Karten kosten so roundabout 200 bis 250 Euro. Hier einmal der Preis eingeblendet mit den Promostem-Karten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir haben die Frage geklärt, wie teuer kostet ein Meister-Set von 151 nach einem Jahr? Und werde ich mir noch die Stem-Karten holen? Nee.